Ja, wir machen heute ein kleines Video mit großer Bedeutung für den Porsche Cup. Und zwar steht im Porsche Cup eine Änderung bevor, die von sehr, sehr großer Bedeutung ist. Große Änderungen sind immer schwierig, gerade wenn so eine Serie gut läuft und man überlegt, na, mache ich das jetzt oder mache ich das nicht? Hier dürft ihr euch sicher sein, was wir jetzt hier machen, ist ja in den letzten Jahren vorausgeplant worden. Und zwar geht es um die Motoren in der Kleinserie im Porsche Cup. Da möchte ich ein bisschen in der Vergangenheit anfangen. Wir haben damals gestartet mit einem einfachen Tamiya Baukastenmotor. Das ist schon viele, viele Jahre her. Das waren die Baukastenmotoren des TA02 SW damals. Mein Gedanke dahinter war damals einfach, das so kostengünstig wie irgendwie möglich zu machen, indem wir einfach sagen, hey, der Motor ist sowieso in jedem Baukasten, also warum benutzen wir den nicht einfach? Der Speed passte, von der Untersetzung her war das in Ordnung. Und da stellte sich aber dann irgendwann raus, dass wir ein Verfügbarkeitsproblem mit dem Motor bekommen, weil Tamiya hergegangen ist und überwiegend diesen Torque-Tuned-Motor eingebaut hat in den Baukästen. Und wir einfach festgestellt haben, wir haben nicht mehr ausreichende Mengen an Motoren. Also mussten wir eine Lösung finden, wie wir mit einem eigenen Motor an der Stelle weitermachen können. Und tatsächlich sind wir dann auch auf einen eigenen Motor gekommen. Das ist unser RCK Flat 6. Der Flat 6 ist ja einige tausend Mal bei euch gelandet, mit mehr oder weniger großem Erfolg. Da noch einmal auch mein Gedanke dahinter. Mit dem Porsche Cup wollten wir oder haben wir eine Serie geschaffen, die für jedermann bezahlbar ist, die für jedermann vom Speed umsetzbar ist. Das heißt, wir können nicht mit einem 100-Euro Brushless Motor kommen. Das beißt sich mit dem kompletten Konzept des Cups, der Rennserie. Mit diesem Motor, das ist ein 10-Euro Motor, haben wir es geschafft, dass die Einstiegskosten sehr, sehr gering sind. Jetzt hat der Motor viele Vor- und aber auch viele Nachteile. Wie immer, alles im Leben ist ein Kompromiss. Es gibt nichts, was 100% perfekt ist. Also wir müssen immer gucken, wenn wir den Vorteil haben wollen, müssen wir eventuell den Nachteil in Kauf nehmen. Der Motor hat einen ganz tollen Vorteil. Der Vorteil davon ist, die Fahrcharakteristik ist wahnsinnig gut, weil er ein sehr geringes Drehmoment hat, weil er permanent an Drehzahl zunimmt, wenn man damit auf die Gerade geht und das Ganze einfach ultra harmonisch zu diesem Auto passt. Jetzt kommt der Nachteil, der Motor hat leider ein sehr geringes Drehmoment. Das Ganze führt dazu, dass man fahrerische Unterschiede extrem stark auf der Rennstrecke sieht. Ich weiß, der ein oder andere mag es nicht mehr hören, mein Argument ist es trotzdem weiterhin und wird es auch immer bleiben. Wenn jemand in einem vernünftigen Radius mit wenig Lenkeinschlag auf die Gerade hinausfährt und dem Auto wenig Energie nimmt, dann wird er am Ende der Geraden noch einen Vorteil daraus ziehen können. Dieser Vorteil ist besonders groß, wenn der Motor sehr drehmomentschwach ist. Jetzt gibt es die andere Seite, die sagt, die Motoren streuen aber sehr stark. Da bin ich ein bisschen anderer Meinung. Ja, die Motoren streuen. Jeder Motor streut. Wir werden bei allem, was wir haben, immer Streuungen drin haben. Jetzt kommen hier ein paar Sachen zusammen. Die Motoren streuen. Die Motoren sind sehr empfindlich, was das Einlaufen betrifft. Die Motoren sind sehr empfindlich, was den Zustand betrifft. Die Motoren sind so drehmomentschwach, dass dabei ein sehr stark unterschiedliches Bild auf der Strecke rumkommt. Und wenn alle diese Dinge zusammentreffen, ich habe einen nicht eingelaufenen Motor, der nach unten streut, ich fahre nicht so gut und ich vergleiche das mit jemandem, der einen perfekt eingelaufenen Motor in einem perfekt gepflegten Zustand hat, der nach oben streut und der die Strecke perfekt trifft, dann werde ich dabei einen krassen Speedunterschied feststellen. Das ist so. Das kann man aber nicht nur auf den Motor schieben. So, wir haben überlegt, was tun wir nicht. Es kamen vor Jahren schon viele Rufe nach Brushless-Motoren auf. Ja, wir haben Brushless auch vor Jahren schon gefahren, um zu gucken, was können wir damit erreichen. Und wir haben festgestellt, mit dem Stand der Technik und den Motoren, die wir zur Verfügung hatten damals, konnten wir gar nichts erreichen. Wir fahren in den Porsche relativ kurze Untersetzungen. Relativ kurze Untersetzungen führen zu wenig Topspeed und zu ordentlich Dampf aus der Ecke raus. Das funktioniert, weil wir einen drehmomentschwachen Motor haben. Jetzt stellen wir uns vor, was macht so ein Brushless-Motor?
Ein Brushless-Motor ist nicht drehzahlstark. Überhaupt nicht. Ein Brushless-Motor ist drehmomentstark. Wir bekommen das auf eine hohe Geschwindigkeit bei einem unserer aktuellen Tourenwagen, indem wir sehr lange Untersetzungen fahren. Also ein 17,5er, den würden wir nicht mit unseren 8 Komma untersetzen wie im Porsche Cup, sondern eher Richtung 4,0, 4,5. Das heißt, um da eine Geschwindigkeit rauszuholen, machen wir den Motor doppelt so lang und würgen damit das Drehmoment des Motors ab. Im Porsche haben wir die Möglichkeit nicht. Wir können einzig und allein die Untersetzung, die wir jetzt haben, bei allen vier Chassis gleichzeitig fahren. Würden wir länger gehen, würden wir kürzer gehen, würden wir eines der Chassis dabei rausnehmen. Also die jetzige Untersetzung ist fix die Untersetzung, die wir brauchen, um alle Chassis gleichzeitig auf die Strecke zu bekommen. Und wenn wir da einen Brushless-Motor einbauen, als Beispiel einen 17,5er, dann haben wir die Problematik, dass da einfach mal 200 Watt am Getriebe anliegen, anstelle hier ungefähr 90 Watt. Das macht so ein Getriebe schnell kaputt und das macht so ein Auto auch schnell unfahrbar. Das sieht auch vom Fahrbild nicht harmonisch aus, weil das Auto sofort auf Endgeschwindigkeit ist. Wir haben gar keine Zeit mehr, in der das Auto aus der Kurve raus beschleunigt. Das haben wir hiermit. Hiermit entspannen wir das. Das Auto gibt Gas und es ist sofort auf Endgeschwindigkeit. Das, was dabei entstanden ist, das wäre unfahrbar gewesen und das wäre auch nicht schön gewesen. Also, die Brushless-Motoren, die zur Verfügung standen, waren zu leistungsstark, zu drehmomentstark und zu drehzahlschwach. Ja, drehzahlschwach. Der Motor hat ja keine schlechte Drehzahl, der Flat Six. Die Drehzahl ist gut. Der braucht nur sehr lange, bis der auf der Drehzahl ist. Wenn wir uns das Ding auf einer großen Strecke vorstellen, dann hört der praktisch nie auf zu beschleunigen, weil er immer noch ein bisschen mehr und noch ein bisschen mehr und noch ein bisschen mehr. Das macht er aufgrund seines geringen Drehmoments. Würden wir auf einen Brushless-Motor gehen, hätten wir dank des sofortigen Drehmoments mehr oder weniger sofort die Endgeschwindigkeit da. So, jetzt habt ihr festgestellt, uns gehen die Motoren aus. Wir haben keine Flat-Six-Motoren mehr. Das ist auf der einen Seite eine geile Geschichte, weil einfach extrem viele Leute in diese Serie eingestiegen sind und extrem viele Leute diese Motoren gekauft haben. Heißt aber auch, wir müssen uns irgendwas überlegen. Wir stehen also jetzt an dem Punkt, oder wir standen an dem Punkt, wo wir entweder noch eine weitere Produktion der Flat Six Motoren auflegen, um damit weiterzumachen, oder wir gehen wirklich den Wechsel auf einen Brushless Motor. Jetzt habe ich euch gerade die ganzen Nachteile von so einem Brushless Motor erzählt. Das heißt, wir mussten einen Brushless Motor finden, der überhaupt in unser Konzept reinpasst. Wir brauchen also einen Motor, der Drehmoment schwach und Drehzahl stark ist und dabei im Optimalfall auch noch relativ gleich von seiner Streuung untereinander. Und, das darf ich vorwegnehmen, wir haben diesen Motor gefunden. Wir mussten dafür ein paar merkwürdige Wege gehen, aber wir haben diesen Motor gefunden. Das heißt, wir werden tatsächlich in Zukunft im Porsche Cup auf einen Brushless-Motor setzen. Ich komme gleich dazu, wann wir das tun werden. Es wird nämlich noch ein bisschen dauern. Wir wollen jetzt im Moment aber erst einmal die Situation befriedigen, dass wir ja Brushless-Motoren brauchen, weil wir jetzt weiterfahren wollen. Wir haben keine Motoren mehr lagernd, also eine Handvoll vielleicht noch. Deswegen gibt es jetzt übergangsweise einen zweiten Motor, den wir in der Serie zulassen. Der zweite Motor ist dieser hier. Der eine oder andere hat ja in der Vergangenheit schon durch festgestellte Ähnlichkeiten etc. gesagt, der Flat Six ist eine Cup-Maschine. Nee, ist er nicht. Ist er auch nicht gewesen. Aber den Motor, den wir jetzt zusätzlich zulassen, ist eine Carson Cup-Maschine 2.0. Also, der Flat Six ist keine Cup-Maschine, aber die Cup-Maschine 2.0 ist ein Flat Six. So, diese Cup-Maschine 2.0 kostet genauso 10 Euro wie der Flat Six Motor und es ist der gleiche. Es ist wirklich der gleiche Motor, es ist nur ein anderer Aufkleber drauf, kommt in einer anderen Verpackung, in einer Pappschachtel statt unserem tiefgezogenen Dribble Case. Aber ansonsten ist es der gleiche Motor, der sich auch genauso verhält. Das heißt, er reagiert genauso auf Einlaufen lassen, er reagiert genauso auf Trockenwerden der Gleitlager, er ist im gleichen Leistungsbereich unterwegs und er streut genauso nach oben wie nach unten. Niemand braucht sich diesen Motor kaufen, wenn er bereits einen Flat Six Motor hat. Wir bieten den Motor nur an für alle, die jetzt einsteigen, die jetzt die Sets kaufen wollen, dass sie auch was haben, womit sie fahren können. So, jetzt Übergangsmotor.
Der wird auch im Reglement landen, direkt im Anschluss an dieses Video. Ist gut, dass ich gestern das Video online gestellt habe, in dem ich das Reglement komplett durchgegangen bin und von dem noch nicht die Rede war. Das war der Punkt der Aktualität, den ich da angesprochen habe. Und wir werden in Zukunft auf diesen Brushless-Motor gehen. Das ist ein ganz simpler, einfacher Brushless-Motor. Wenn ihr euch das später anguckt, werdet ihr feststellen, der besteht zum größten Teil nur aus Kühlrippen. Und damit haben wir das geschafft, was wir haben wollten. Der Motor hat von außen den Durchmesser eines 540er Motors, aber im Inneren ist das eine Nummer kleiner. Das heißt, wir haben einen Motor, der weniger Drehmoment hat und trotzdem die Drehzahl bringt, die wir haben wollen. Das heißt, dieser Motor ist von seiner Fahrcharakteristik unserem Flat Six sehr ähnlich. Der neue Motor wird auch Flat Six heißen. Das ist der Flat Six Turbo. Wir haben also bislang von einem Saugermotor gesprochen und reden jetzt von der Turbo-Ära. So, dieser Flat Six Turbo ist ein sensorloser Motor. Das heißt, wir haben keine Chance, über eine Software auf dem Regler den Motor stärker oder schneller zu machen. Der Regler ist stets dumm, weil er in keiner Art und Weise mit dem Motor kommuniziert. Wir werden diesen Motor mit einem Einheitsregler versehen. Das heißt, wir werden in Zukunft eine einheitliche Brushless-Kombo im Porsche Cup fahren. Für alle gleich. Zukunft heißt, um euch den Fahrplan zu geben, die Motoren und auch die Regler sind gerade in der Produktion. Wir gehen davon aus, dass wir haben jetzt Mitte März, dass wir im Bereich Ende April, vielleicht Anfang Mitte Mai, diese Kombo liefern können werden. Ab dem Zeitpunkt, wo diese Kombo verfügbar ist, dürfte die Kombo fahren. Wir werden dann eine Übergangsphase haben. Die Übergangsphase wird wahrscheinlich bis zum Supercup-Lauf in Meckenheim dauern. In dieser Übergangsphase dürft ihr beides benutzen. Und ab der Übergangsphase wäre es dann sehr gut, wenn wir uns alle darauf einigen, doch bitte die Brushless-Version zu nutzen. Dennoch, auch das wollen wir mit ein bisschen Fingerspitzengefühl machen. Wir wissen, dass viele Neueinsteiger dabei sind. Wir wissen, dass viele Fahrer dabei sind, bei denen der Motor wirklich nicht das entscheidende Kriterium ist. Wir gucken dann vielleicht nicht so genau hin. Wenn wir aber von den vorderen Fahrern sprechen, dann wollen wir ab diesem Zeitpunkt schon, dass da bitte Brushless gefahren wird, damit dort einfach eine Chancengleichheit da ist. Ist das so, dass der Brushed-Motor besser ist als der Brushless-Motor? Unter Umständen kann das sein. Deswegen fällt das schwer, jetzt zu sagen, dass wir beides wirklich miteinander kombinieren können. Der Brushless-Motor hat mehr Leistung, der hat mehr Drehmoment, aber wir haben ja eine begrenzte Untersetzung. Und unter bestimmten Bedingungen, sprich gerade sehr großen Strecken, kann der Brushed-Motor auf eine höhere Drehzahl und damit eine höhere Endgeschwindigkeit kommen. Wir reden nicht von 10 km/h mehr, wir reden vielleicht von 1, 2, 3 km/h mehr, die der Brushed-Motor unter bestimmten Voraussetzungen auf der Geraden erreichen kann. Deswegen der Appell an euch alle, sowohl die, die vorwegfahren, als auch die, die im Mittelfeld unterwegs sind, als auch die, die im Moment hinterherfahren und sich denken, an die schnellen Motoren der Jungs da vorne werde ich niemals drankommen. Beschäftigt euch mit der Thematik Brushless. Damit wird sehr, sehr vieles dieser Probleme beseitigt sein. Es wird immer noch so sein, dass der schnellere Fahrer das Rennen gewinnt. Das ist auch richtig so. Wir werden aber wahrscheinlich nicht mehr die Drehzahlunterschiede haben oder die Geschwindigkeitsunterschiede, weil die Motoren ähnlicher sind, weil die Motoren aus der Verpackung nicht eingelaufen werden müssen. War der Satzbau richtig? Weiß ich nicht. Weil die Motoren durch das eingebaute Kugellager nicht so empfindlich auf das Fehlen von Öl sind und dadurch ja, der Motor einfach über den gesamten Zeitraum von Anfang bis Ende seine Leistungen oder seine Eigenschaften behält. Das macht der aktuelle Flat Six ja nicht. Wir fangen schlecht an, wir werden immer besser, dann werden wir schlechter und je nachdem, was passiert, entscheidet sich das dann, ob das nach oben oder nach unten geht. Und da ist das hier einfach viel, viel konstanter. Ja. Was interessiert euch dabei noch? Sicherlich die Kostenfrage. Ja,
Mir ist bewusst, dass wenn wir jetzt in der Vergangenheit über drei verschiedene Regler oder vier verschiedene Regler gesprochen haben und auch über Einheitsmotoren gesprochen haben, dass natürlich diese Motoren und Regler vorhanden sind und dass ich damit dem einen oder anderen keinen Gefallen tue. Das ist eine Entscheidung, die mir da auch nicht leicht gefallen ist. Also ich habe diese Thematik Brushless ganz, ganz lange weggewiesen, auch um einfach zu sagen, nein, ich habe jetzt die Brushed-Motoren unter die Leute gebracht, wir müssen bei diesen Motoren bleiben. Möchte ich grundsätzlich auch, aber ich sehe halt eben auch, dass manchmal die Schere auseinandergeht zwischen gut und schlecht auf der Strecke und ich glaube, dass wir das mit Brushless wieder eingefangen bekommen. Ja, also ein Brushed-Motor kostet 10 Euro. Der Brushless-Motor ist teurer, der wird 30 Euro kosten. Dreimal so viel? Ja, nee, am Ende nicht. Schaut selbst in eure Kisten, wie viele Brushed-Motoren ihr habt. Es gibt diese Urban Legend von den Leuten, die bei mir 20 Motoren kaufen und die Motoren dann selektieren. Ich weiß nicht, wer das sein soll, weil ich kenne keinen, der so viele Motoren kauft, aber ich weiß doch trotzdem, dass sicherlich bei den meisten von euch irgendwo in der Region bei den Vielfahrern zwischen 2 und 5 Motoren in der Kiste liegen werden, weil die nicht ewig halten, weil die irgendwann kaputt gehen, weil die unterschiedliche Verschleißzustände haben. Diese Thematik wird hiermit weg sein. Ihr kommt mit einem Motor aus, braucht keinen zweiten. Der zweite wird nicht besser sein und der Motor wird auch nicht altern. Da ist nur ein Kugellager als Verschleißteil drin, sonst nichts, keine Kohlen, die verschleißen können, gar nichts. Das heißt, das ist eine einmalige Anschaffung. Der Regler wird bei 45 Euro liegen. Das heißt, wir haben eine Gesamtkombo, die roundabout 75 Euro kostet. Wir werden im Rahmen einer Vorbestellaktion, den genauen Zeitpunkt dazu gebe ich dann noch bekannt, das Ganze von unserer Seite aus ein bisschen pushen, bezuschussen, dann gibt es diese Kombo für 60 Euro. Das heißt, bis zu dem Zeitpunkt, wo die Motoren lieferfähig sind oder die Kombo lieferfähig ist, könnt ihr an dieser Vorbestellaktion teilnehmen. Wann die startet, sage ich dann noch Bescheid. Dann habt ihr die Chance, euch so eine Kombo für 60 Euro anzulachen. Ich denke, das ist ein fairer Kurs und das ist in unser aller Interesse, dass wir damit einfach eine gleichbleibende und für alle gleich funktionierende Chance haben, um miteinander zu fahren. Also, das Ganze nochmal zusammengefasst, in der Hoffnung, dass das nicht zu chaotisch war. Wir werden einen Motorenwechsel haben, wir werden von Brushed auf Brushless gehen. Das wird irgendwann in diesem Frühjahr bis Sommer passieren. Wir werden als Überbrückung des aktuellen Versorgungsengpasses die Carson Cup Machine 2.0 zusätzlich zulassen. Und dieser neue Brushless-Motor wird mit einem Brushless-Einheitsregler kombiniert. Wir lassen die Untersetzung gleich. Die Endgeschwindigkeit, die euch erwartet, wird in etwa gleich sein. Die Beschleunigung wird in etwa gleich sein. Etwas mehr Beschleunigung, etwas weniger Topspeed. Auf kleinen Strecken werdet ihr mit dem Brushless schneller sein. Auf großen Strecken werdet ihr mit dem Brushed schneller sein. Alle Sachen, die in der Vergangenheit immer wieder Thema waren, mit der ist schneller, der hat den besseren Motor, der hat hier gefuscht, der hat da gefuscht, das gibt es mit Brushless nicht mehr. Dafür müssen wir mehr Geld in die Hand nehmen. Das ist das, was ich eben meinte mit Vorteil, Nachteil. Wir werden den Vorteil haben, dass das alles konstanter wird, dass wir enger zusammenrücken von der Geschwindigkeit. Das Fahrerische müsst ihr immer noch selber bringen. Wir haben den Vorteil, dass wir enger zusammenrücken. Wir haben den Nachteil, dass wir dafür Geld in die Hand nehmen müssen. Es ist aber nicht so, dass es unfassbar teuer ist. Also wenn man jetzt guckt, wenn wir auf die anderen Klassen in der Challenge zum Beispiel gucken, da kostet ein Regler ab 70 Euro und ein Motor kostet auch nochmal 70 Euro. Hier sagen wir, die gesamte Kombo gibt es für den Kurs und ihr braucht eben nicht Dutzende oder 2, 3, 4 davon, sondern es ist ausreichend, wenn ihr eine davon habt. Wir werden auf alle Rücksicht nehmen, die mit diesem Brushed-Konzept weiterhin unterwegs sein wollen, weil es Neulinge sind, weil es im Moment noch keinen Unterschied macht. Trotzdem der Appell an euch alle, bitte wirkt mit, bitte helft uns. Es gilt auch für die Schnelleren, bitte helft der Rennserie, indem ihr sagt, wir gleichen uns alle auf das gleiche Material an. Da sollte bitte keiner vorwegfahren, der noch auf einem Brushed-Motor unterwegs ist. Wie wir genau die Termine handhaben, ab wann gehen die Vorbestellungen los, ab wann darf der Motor gefahren werden, der Brushless-Motor, ab wann endet die Übergangsphase,
ab wann gehen wir in diese blinde Übergangsphase, in dem wir vielleicht nur manchmal nicht hingucken. Das werden wir noch bekannt geben, sobald wir wissen, wann die Motoren wirklich da sind. Ich habe im Moment einen Plan vor Augen, wann das sein wird. Aber solange wir die Motoren nicht hier sind, ist dieser Plan einfach von der Realität noch ein bisschen weiter entfernt. Was ein ganz fixes Datum ist, Weltmeisterschaft Augsburg 2025, da fahren wir im Porsche Cup alle Brushless. Egal, ob Einsteiger, Ersttäter oder Pro, da fahren wir alle Brushless. Und auf dem Weg dahin hoffe ich einfach, dass ihr mich nicht steinigen werdet, sondern dass ihr diese Entscheidung mittragt, dass die Entscheidung im Interesse von möglichst vielen Fahrern ist und dass wir es schaffen, mit dem Brushless-Motor mindestens genauso viel Spaß zu haben, wie wir mit dem Brushed-Motor in der Vergangenheit hatten und vielleicht sogar noch ein bisschen mehr daraus holen, wenn wir alle miteinander verstanden haben, welche Möglichkeiten der Brushless-Motor uns eben zum Thema Chancengleichheit bietet. Ja, Diskussion frei, leg los!